Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Vorhin gerade das letzte Video zu Prag hochgeladen. Werd wahrscheinlich morgen eins von den 900 dann pushen. Höchstwahrscheinlich Donphan, Funpi. Endlich eins bekommen. Den wollte ich ja schon lange pushen. Mein Bestes wäre bisher 93 gewesen. Aber jetzt habe ich einen 100er. Und sowas pushe ich echt gerne. Und allgemein lange nichts mehr gepusht. Und ihr habt auch schon danach gefragt, wann endlich mal wieder ein Push-Video kommt. Also höchstwahrscheinlich morgen. Und dann haben wir Prag abgeschlossen. War ein cooler Trip. Und gleich geht's direkt weiter. Richtig spontan diesmal. Amsterdam, Amstelveen. Ich bin überraschenderweise auch am Start. Ich habe damit echt nicht gerechnet, weil die Fahrt tödlich ist. Mehr als 8 Stunden plus Verkehr und so. Also ich rechne ungelogen mit 10, wenn nicht sogar 11 Stunden. Dann kommen wir irgendwann mitten in der Nacht an. 2, 3 Uhr morgens. Und 6, 7 geht's wieder los. Also das wird so tot. Und dann Samstag nach dem Event direkt nach Hause. Den Vortag kaum geschlafen, die ganze Zeit im Auto, dann Event und dann direkt nach Hause, also richtig tödlich, keine Ahnung, wie ich das überleben soll. Aber wieso nicht? Man lebt nur einmal, noch bin ich jung und dementsprechend ein paar Themen für Amsterdam, die ich besprechen will. Habe ich gestern im Livestream auch schon erwähnt, aber den schauen nicht alle Leute an, viele haben ihn verpasst. Man kann den übrigens dann auch nachschauen, hier. Kann man sich nochmal anschauen, auch wenn ihr den nicht live gesehen habt. Und die Themen sind, also erstmal, ich werde ein bisschen im Einkaufszentrum chillen. Kommt halt auf meine Begleitung und so an, was die machen wollen. Aber wir sehen uns auf jeden Fall dort. Ich gebe dann wahrscheinlich irgendwie bekannt über Instagram oder so, wo ich bin. So wie beim letzten Mal in Oberhausen, dass ich in der guten Lounge bei den Feinden gechillt habe. Und dann könnt ihr mich dort sehen, bin gespannt, ich glaube das wird richtig voll, weil Anmeldungen, die Tickets waren so schnell weg. Und es ist halt nah an der Grenze, ich glaube echt viele Deutsche einfach rüberkommen vom Norden und so da. Ich habe kein Ticket, ich habe jetzt ein Ticket von einem Zuschauer bekommen, der nicht fahren kann. Mal schauen, ob ich mich damit reinschmuggeln kann. Und sonst vielleicht Photoshop-mäßig irgendwas, dass ich da den Namen wegmache und dann meinen Namen drauf mache. Schauen wir mal, ein paar illegale Tricks, auf jeden Fall versuche ich's. Hätte ich eigentlich auch in Prag machen sollen, also keine Ahnung, wieso ich da nicht auf die Idee gekommen bin. Von euch zu fragen, also wenn es funktioniert, dann ärgere ich mich auf jeden Fall, dass ich im Prag die Medaille nicht geholt habe. Aber da könnte ich noch ein paar Tickets gebrauchen für eine Freundin, die fährt und die wird es dann auch versuchen, sich da reinzuschmuggeln. Also, falls ihr ein Ticket gewonnen habt, aber nicht fahren könnt, schickt es mir einfach. Das wäre echt nice und korrekt von euch. Dann würden wir es damit mal versuchen. Zweites Thema, was eigentlich nicht so wichtig ist, und zwar haben wir keine Übernachtung, und zwar ich und Philipp. Meine Freunde haben jetzt mich überredet, dass ich bei denen penne. Also ich hätte von Anfang an bei denen pennen, also nicht von Anfang an, aber als Notlösung hätte ich von Anfang an bei denen pennen können. Aber ich wollte halt denen nicht zur Last fallen. Und falls ihr da irgendwie noch eine Übernachtungsmöglichkeit habt, könnt ihr euch gerne melden, dann überlegen wir uns das für mich und Philipp. Weil lieber falle ich euch zur Last als halt meinen Freunden. Und Philipp, so wie es aussieht momentan, hat er vor, die Nacht durchzumachen, weil ungelogen. Für den Preis ist halt echt sehr kurzfristig, dass wir uns entschieden haben und alles ausgebucht. Und wenn, dann gibt es halt echt nur noch sehr teure Sachen. Und für den Preis kann ich ihn nachvollziehen, dass er lieber durchmacht, als also die paar Stunden wach bleibt, als dann, was weiß ich, 40, 50, 60 Euro für die paar Stunden Schlaf auszugeben. Mir ist es persönlich auch nicht wert. Also, aber mal schauen, wie gesagt, falls da irgendwie noch was geht, wären wir euch dankbar, aber wir werden schon irgendwie unterkommen, also das ist nicht so ein großes Problem. Und dann drittens, das habe ich auch gestern bereits angesprochen, Perch Night. GoMap wird laufen, aber GoMap nicht unbedingt 100% sicher. Das soll kein Diss jetzt an GoMap sein, weil unsere Map ist auch nicht 100% sicher. Ist halt besser, wenn man beide benutzt und dann sich abstimmt, weil dann hat man halt mehr Fläche gedeckt und mehr Spawns gescannt. Wie man sieht, wie beim 100% Kangama, also es gab öfters den Fall, dass paar Sachen nur bei uns gescannt wurden und dann ein paar Sachen nur auf der Go-Map, also deswegen versuchen wir immer beides am Start zu haben und halt die WhatsApp-Benachrichtigung ist auch viel angenehmer, ein bisschen chilliger, als ständig ein Auge auf die Map zu werfen. Aber dafür, wie gesagt, haben wir noch nicht genug Leute, weil von uns hier fahren nicht so viele, haben nicht so viele Interesse und ich weiß nicht, wie viele Leute Philipp da genau braucht, aber falls ihr Interesse habt, das läuft so ab. 5 Euro kostet das pro Person. Wenn ihr ein Auto seid mit 4 Personen zum Beispiel, dann würde es 20 kosten, nicht 5. Also pro Person 5 Euro wäre nice. Und das über PayPal mit eurer Nummer. Und also man kann ja, wenn man spendet oder Geld schickt, dann kann man noch eine kurze Nachricht hinterlassen.
Da schreibt ihr zum Beispiel Perchnet hin oder ihr kommt von mir und dann mit eurer Nummer und dann würdet ihr theoretisch, falls das stattfinden wird, dann hinzugefügt in den WhatsApp-Chat und da ist ein Bot und der schickt dann die ganzen Top-Spawns rein. Also falls ihr Interesse habt, dann meldet euch über, nicht WhatsApp, weil ihr habt mir eine Nummer nicht, aber ich meine Instagram oder Facebook und, oder sogar Twitter, auch wenn ich da sehr selten reinschaue. Und dann schaue ich mal, was Philipp so sagt, weil mit dem irgendwie in Kontakt zu treten ist echt schwer. Der antwortet irgendwie so zweimal am Tag. Der ist echt super, super beschäftigt. Und dann schauen wir mal, müsste eigentlich alles klappen. Schmuggle ich mich rein, übernachte irgendwie. Map wird auch irgendwie laufen und dann wird es schon irgendwie gehen. Das war's. Kurze Info, ich bin am Start beim letzten Event. Dann habe ich alle drei besucht. Richtig spontan. Ihr seht, gar nichts vorbereitet. Kein Ticket, kein Hotel, keine Map. Aber am Ende wird schon irgendwie alles laufen. Wie gesagt, für die drei Punkte, falls ihr euch meldet, falls ihr irgendwas am Start habt für mich und Philipp und die anderen, zwecks Ticket, zwecks Übernachtung, zwecks Map, falls ihr Interesse habt, über Instagram, Facebook und Twitter, da könnt ihr mir auch folgen. Checkt die anderen Videos ab, liken, kommentieren, subscriben. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.